Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zum Kollegen von der AfD, der gerade gesprochen hat. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass Sie zum Rentenkonzept übrigens Ihrer Partei nicht viel gesagt haben. Weil das hätte nicht viel Redezeit gekostet. Sie schwanken ja zwischen den Vorstellungen eines Herrn Meuthen, der die gesetzliche Rentenversicherung marktradikaler Natur abschaffen will, und den kruden völkischen Ideen eines Herrn Höcke. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Sie sind nicht nur ein Risiko für unsere freiheitliche und offene Gesellschaft. Sie sind nicht nur eine Schande für dieses Parlament. Sie sind auch ein soziales Risiko für Deutschland. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Sie nicht wählen. Denn es geht in den nächsten Jahren in Zeiten rasanten Wandels tatsächlich darum, dass wir das Sicherheitsversprechen unseres Sozialstaats erneuern. Und damit muss man sich ernsthaft mit dem Thema Rentenpolitik beschäftigen. Ich bin mir nicht mal sicher, Herr Witt, ob Sie überhaupt wissen, was das Rentenniveau ist, wenn Sie so reden. Das Kernversprechen unseres Sozialstaates ist, dass Menschen nach einem Leben voller Arbeit sich auf die Alterssicherungssysteme unseres Landes verlassen können. Und ich sage Ihnen eins, damit haben wir begonnen mit dieser Erneuerung, indem wir beispielsweise mit dem Rentenpakt in der Großen Koalition dafür gesorgt haben, das Rentenniveau in den nächsten Jahren zu sichern, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Rentnerinnen und Rentner zwischen Lohn- und Gehaltsentwicklung und Entwicklung der Renten nicht entkoppelt werden. Wir haben das getan, indem wir tatsächlich die Kindererziehungszeiten stärker berücksichtigt haben, gemeinsam die Mütterrente gestärkt haben. Und wir werden das auch tun mit der Grundrente. Ja, das war ein hartes Ringen in der Koalition, weil wir von sehr unterschiedlichen Grundsatzideen gekommen sind. Aber ich bin dankbar, dass das gemeinsam gelungen ist, dass wir eine gute Lösung zustande bekommen haben. Denn die Demokratie, meine Damen und Herren, lebt nicht von Extremisten, sondern von Demokraten, die in der Lage sind, Interessen auszugleichen. Der Kompromiss ist keine Schande in der Demokratie. Die Einführung der Grundrente ist ein Meilenstein der Sozialpolitik in diesem Lande, weil wir dafür sorgen, dass wir eine Sache korrigieren, die nicht die Politik verursacht hat, sondern die sich in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt hat, nämlich dass immer mehr Menschen aufgrund von sehr niedrigen Löhnen am Ende des Tages trotz eines Lebens voller Arbeit nicht mehr haben als Grundsicherung oder knapp drüber. Das wird zu Recht als ungerecht empfunden. Und wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass die Frauen, die das betrifft, eine Chance haben, am Ende des Tages den Lohn für ein Leben voller Arbeit zu bekommen, indem wir die Grundrente in Deutschland endlich einführen. Und wir werden als Koalition gemeinsam auch die Selbstständigen in das System der Alterssicherung in Deutschland einbeziehen. Das ist keine leichte Aufgabe. Es ist notwendig, in Zeiten dramatischer Veränderungen auch den sozialen Schutz für die selbstständigen Menschen in diesem Land zu organisieren. Und ich rede jetzt nicht von denjenigen, die gut verdienen und in irgendwelchen Kammern abgesichert sind, sondern ich rede von den vielen inzwischen sehr prekären Selbstständigen, die sich auch im Rahmen von Plattformökonomien in Deutschland ergeben. Die haben genauso den sozialen Schutz verdient wie andere Menschen auch an dieser Stelle. Im Mittelpunkt stehen für uns, meine Damen und Herren, die Menschen, die in den nächsten Jahren tatsächlich hart arbeiten, dieses Land voranbringen, die jeden Morgen aufstehen, ob als Selbstständige oder als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dieses Land voranbringen. Und das sorgt diese Koalition in unterschiedlichen Bereichen dafür. Wir werden dafür sorgen, dass zum Beispiel die fleißigen Pflegekräfte in diesem Land, die gebraucht werden, die mehr Anerkennung verdient haben und bessere Löhne verdient haben, mit dem Gesetz für bessere Löhne in der Pflege im nächsten Jahr tatsächlich auch eine bessere Lohn- und Gehaltsentwicklung bekommen. Wir schützen als Koalition die Menschen, die jeden Tag Pakete schleppen, weil wir immer mehr im Internet bestellen, alle miteinander. Sind das fleißige Menschen, die schwere Pakete schleppen, und die haben sozialen Schutz und keine Ausbeutung verdient. Das haben wir mit dem Paketschutzgesetz auf den Weg gebracht. Wir entlasten Menschen und Familien mit normalem Einkommen bei der Frage des Unterhaltsrückgriffs bei der Pflege. Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass heute der Deutsche Bundesrat das Angehörigenentlastungsgesetz durchsetzen wird. Das ist eine Entlastung der arbeitenden Mitte in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir sorgen für Chancen für langzeitarbeitslose Menschen, die ganz lange draußen waren. Ich habe ja keine Vorstellung davon, Herr Witt, wo Sie leben. Aber mit ABM hat das nichts zu tun, was wir mit dem sozialen Arbeitsmarkt machen, sondern mit ordentlicher Arbeit, mit Beschäftigung, weil Arbeit für Menschen mehr ist als Broterwerb. Das bringt Menschen in Arbeit. Gucken Sie sich das mal an. Und ich sage Ihnen auch, meine Damen und Herren,
dass wir auf dem Arbeitsmarkt einen sehr sorgfältigen Blick haben müssen. Wir haben eine sehr differenzierte Entwicklung im Moment auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wir haben den höchsten Stand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung seit der deutschen Einheit. Wir haben die zweitniedrigste Erwerbslosenquote in der Europäischen Union. Und das ist erst mal ein Erfolg, auf dieses Land kann stolz sein kann, meine Damen und Herren. Das haben die Menschen in diesem Land erarbeitet. Da hat Politik sich auch daran beteiligt. Aber wir müssen einen wachen Blick haben. Denn so erfreulich diese Entwicklung ist, so sehr haben wir in einzelnen Branchen und Regionen tatsächlich Entwicklungen, die uns mit Sorge umtreiben müssen. Das sind vor allen Dingen Bereiche des verarbeitenden Gewerbes, der Industrie, auch der Automobilindustrie, die an der Weltwirtschaft hängen, die darunter leiden, dass die Nachfrage aus China zurückgeht, die unter handelspolitischen Risiken, Stichwort Trump, Stichwort Brexit, zu leiden haben. Und es ist auch der beginnende Strukturwandel der Digitalisierung, der höheren Produktivität und des Weges zu neuen Antrieben, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Da haben wir Nachrichten in diesem Herbst gehabt, die uns mit Sorge umtreiben. Brose beispielsweise, Conti, jetzt auch Audi. Und das hat für einzelne Regionen trotz des guten Arbeitsmarktes Folgen in Deutschland. Zum Beispiel für das Saarland, das zusätzlich zur Kohle und Stahl sehr viel Zulieferindustrie im Bereich des Verbrennungsmotors hat. Es hat Folgen auch für Baden-Württemberg beispielsweise als Automobilstandort, für Niedersachsen, für größere Teile Bayerns, für Mittelhessen, für Thüringen. Und deshalb sage ich Ihnen, wir dürfen uns nicht ausruhen auf der guten Lage im Arbeitsmarkt. Die Arbeit wird uns wahrscheinlich in Zukunft in Deutschland auch nicht ausgehen. Aber es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein. Und die Aufgabe, die wir als Koalition zu bewältigen haben, ist jetzt dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen, meine Damen und Herren. Und kurzfristig heißt das, dass wir als Koalition nach dem Qualifizierungschancengesetz, was wir auf den Weg gebracht haben, weitere Anstrengungen brauchen, um Brücken in diesen Zeiten rasanten Wandels zu bauen. Ich habe einen Brief erhalten von meiner Amtskollegin, der Wirtschafts- und Arbeitsministerin aus Baden-Württemberg. Unterschrieben nicht nur von der IG Metall, sondern auch von der Wirtschaft in Baden-Württemberg, die uns als Koalition auffordern, dafür zu sorgen, dass im Zweifelsfall, wenn es notwendig ist, wir auch veränderte Regeln zur Kurzarbeit parat haben, um Brücken am Arbeitsmarkt zu bauen. Und ich sage Ihnen, wir haben in Deutschland mit diesen Instrumenten in Zeiten, schwieriger Zeiten 2008, 2009, gemeinsam gute Erfahrungen gemacht. Es war mein Amtsvorgänger Olaf Scholz, der damals als Arbeitsminister 1,5 Millionen Arbeitsplätze gerettet hat mit den veränderten Regeln zur Kurzarbeit. Und ich sage Ihnen, wenn die Lage in einzelnen Branchen und Regionen sich zuspitzen sollte, haben wir die Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit und auch die entsprechenden Instrumente parat, um dafür zu sorgen, Brücken am Arbeitsmarkt zu bauen. Es gibt nur eine Sache, die wir diesmal anders machen müssen als 2008-2009. Wir müssen, wenn Kurzarbeit notwendig ist, das, wo immer es geht, auch mit Qualifizierung verbinden, weil der Strukturwandel dazukommt, meine Damen und Herren. Ich will also sagen, es geht um drei Dinge. Es geht darum, das Kernversprechen des Sozialstaates zu erneuern, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, sich auf das System der Alterssicherung verlassen können. Es geht darum, dass wir die arbeitende Mitte in diesem Land ermutigen und entlasten. Und es geht auch darum, dass wir die Arbeit von morgen sichern, meine Damen und Herren. Auf diesem Weg ist diese Koalition. Wir haben gemeinsam viel vor, das nicht nur an Nikolaus, sondern auch darüber hinaus. Herzlichen Dank.